Puh, erstens ist das ganz schön warm geworden und zweitens, was war vorgestern denn bitte los? Da gab es den Lufthansa Capital Markets Day 2019 und da gab es überraschend viele Infos, Ankündigungen und Zukunftsaussichten zu besprechen und da war auch einiges an interessanten Infos dabei, auch für die Leute, die nicht ihr Geld in die Lufthansa Group investiert haben. Und deswegen sprechen wir jetzt einfach mal ein bisschen über mehr Flexibilität, mehr Produktivität, über harmonisierte Flugzeugflotten, vor allem über einen großen Eurowings Turnaround und über ein neues Produkt. Also gefühlt einmal über alles und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen und ganz entspannten Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Also, in der europäischen und in der deutschen Luftfahrt wird es in der letzten Zeit wirklich nicht langweilig. Es gibt Richtungswechsel. Langsam aber sicher ein etwas inflationär genutztes Wort, das dadurch natürlich auch seine Kraft etwas verliert. Die Fluggesellschaften müssen sich gefühlt alle 6 Monate einmal komplett neu erfinden, krempeln alles einmal um. Das, was gerade eben noch vielversprechend war, funktioniert jetzt nicht mehr und die Fluggesellschaften müssen sich dauerhaft an die dynamische Situation in der Luftfahrt anpassen. Und das ist bei kleineren Fluggesellschaften, wenn sie denn in den letzten 3 Jahren eine Pleite überhaupt abwenden konnten, bei kleineren Fluggesellschaften sind das natürlich erstmal kleinere Veränderungen, aber bei großen Fluggesellschaften, bei großen Airline-Gruppen, wie eben die Lufthansa Group, bei einem Luftverkehrsunternehmen, das das größte in Europa ist, mit über 130.000 Mitarbeitern und knapp 770 Flugzeugen, von denen übrigens 94% der Lufthansa wirklich gehören, da sind das dann natürlich etwas größere Veränderungen. Und das sind vielleicht ganz gute Worte, um einen kleinen Einstieg zu bekommen in den diesjährigen Capital Markets Day der Lufthansa. Aber noch ein ganz wichtiger Punkt, die Lufthansa Group, das ist eine Aktiengesellschaft. Um Zahlen kommt man in keinem Unternehmen drumherum, schon gar nicht in einem solch großen Unternehmen. Aber naja, dass sich so viele Leute für so viele Zahlen interessieren und so schnell so böse gucken, wenn die Zahlen heute nicht so gut sind wie gestern, na, das ist in einer Aktiengesellschaft wahrscheinlich nochmal deutlich ausgeprägter als in allen anderen Unternehmensformen. Es gibt hier also nur positive Nachrichten, das ist dann der Rekordgewinn, oder es gibt nur negative Nachrichten, das ist dann die Gewinnwarnung, oder Zahlen sind diesmal nicht so gut wie letztes Mal. Aber gut, kommen wir zu den konkreten Punkten. Die Lufthansa Group hat nach 110 Millionen Passagieren im Jahr 2016, im Jahr 2017 einen Sprung gemacht auf 129 Millionen Passagiere und im Jahr 2018 waren es 142 Millionen Passagiere. Das ist ein ziemlich beeindruckendes Wachstum. Mit diesen Zahlen symbolisiert die Lufthansa Group bis heute zumindest die absolut erfolgreiche Seite der Konsolidierung in der europäischen Luftfahrt. Dafür musste die Lufthansa Group in den letzten 3 Jahren aber auch einiges an Struktur aufgeben und ein gewisses Chaos akzeptieren. Von außen ist das erst einmal sehr spannend zu beobachten und auch der Aktie hat das ja erst einmal nicht schlecht getan. Egal was man da gemacht hat, das schien irgendwie zu funktionieren und in der erfolgreichsten und größten Airline-Gruppe Europas zu enden. Und das ist für die Leute, die da Geld investiert haben, natürlich ein sehr interessanter Gedanke. Ja, dass das nicht ewig so weitergehen kann, das war aber auch von Anfang an klar. Und so kommt nach einem sehr erfolgreichen, aber auch sehr teuren Chaos jetzt, weil es gar nicht anders geht, die altbekannte Struktur in das Unternehmen zurück. Und das tut der Aktie wiederum seit knapp 18 Monaten nicht so gut. Unterteilt wird bei der Lufthansa-Gruppe ganz grob, zumindest bei diesem Capital Markets Day, erst einmal in 2 Seiten, und zwar in die sogenannten Network Airlines. Und wenn man sich fragt, was ist das in der Lufthansa Group? Na, das ist halt eben all das, was nicht Eurowings heißt, denn Eurowings steht auf der anderen Seite. Und jetzt wieder Struktur in diese Gruppe zurückzubringen, das bedeutet jetzt erst einmal, das Wachstum auf ein gesundes Maß zurückzufahren. Und bei den Network Airlines auf der einen Seite bedeutet das für die nächsten 3 Jahre einen Kapazitätszuwachs von um die 4%. Das bei minimal sinkenden Stückkosten von etwa -1%. Und bei Eurowings auf der anderen Seite, da bedeutet gesundes Wachstum 0%. Und das alles in den nächsten 3 Jahren bis 2022 mit einer Stückkostenreduzierung von ganzen 15%. Und genau das war jetzt quasi der Leitfaden für den gesamten Capital Markets Day bei der Lufthansa. Erreicht werden sollen diese -15% durch, wie so oft, ich sag's immer wieder gerne bei Low-Cost-Fluggesellschaften, durch weniger Komplexität. Was das jetzt konkret bedeuten soll, beziehungsweise wo dieser Eurowings Turnaround jetzt wirklich angreifen soll, das wurde vor 2 Tagen dann schön übersichtlich präsentiert, mit einem kleinen Blick in die Vergangenheit, mit einem Blick auf die aktuelle Situation und natürlich mit einem Blick in die Zukunft bis ins Jahr 2022. Und hier mal die wichtigsten Punkte. Im Jahr 2014 war die neue Germanwings mit ihrer starken Expansion an den Flughäfen Düsseldorf, Hamburg und Tegel quasi der Wegbereiter für die neue moderne Eurowings. Das brachte eine ganze Menge wirklich wichtige Marktanteile an wirklich wichtigen großen Flughäfen hier in Deutschland. Das konnte man sich dort aber nur ermöglichen mit einem großen Anteil an teuren Crews in alten Flugzeugen.
Kurz darauf kam dann die Eurowings Langstrecke, das alles verbunden oder ermöglicht durch eine Zusammenarbeit mit den Belgiern. So, und das brachte jetzt natürlich einen dicken Pluspunkt, und zwar ein attraktives Geschäftsfeld, die touristische Langstrecke, allerdings hier dann wieder verbunden mit sehr viel neuer Komplexität für das Unternehmen Eurowings. Und 2018, ihr wisst natürlich alle, was 2018 los war, da gab es die wirklich chaotische Übernahme der ganzen Air Berlin-Kapazitäten. Das bedeutet Wachstum ohne Ende, an gefühlt allen wichtigen europäischen Flughäfen auf einmal. Ja, mit dem großen Nachteil, dass das auch hier wieder viel Komplexität in das Unternehmen Eurowings brachte. Durch verschiedene Flugzeugtypen, durch verschiedene Mitarbeiter aus verschiedenen Firmen, in verschiedenen AOCs, also in verschiedenen Betreiberlizenzen, in verschiedensten Bereichen, auf denen zwar Eurowings draufsteht, für den Kunden von außen sichtbar, aber was eigentlich gar nicht Eurowings ist, sondern irgendwas, was man gerade von irgendeiner Ecke übernommen hat. Das sorgt natürlich alles für sehr hohe Kosten, und der Aufbau der Eurowings Ende 2018, der entspricht natürlich überhaupt nicht dem Aufbau einer klassischen Low-Cost-Airline. Also Fazit dazu, Eurowings hat in den letzten 3 Jahren wirklich viele große Chancen für sich nutzen können, erfolgreich nutzen können, hat sich damit aber sicherlich sehr bewusst große Schwierigkeiten ans Bein gebunden. Und jetzt muss man die Struktur wieder in den Laden reinbekommen, und bis 2022 bedeutet das, so wurde es auf dem Capital Markets Day vorgestellt, erstmal ganz konkret raus aus der Langstrecke. Hä? Touristische Langstrecke, das will man jetzt wieder abgeben, was doch eigentlich so vielversprechend sein sollte bzw. so viel Potenzial hatte. Und Eurowings ist doch mittlerweile schon mit einem eigenen Produkt, mit einer eigenen Biz-Class auf der Langstrecke unterwegs. Und hat ja sogar auch schon neue Strecken angekündigt von der Lufthansa-Basis von Frankfurt aus. So, also das kam jetzt so ein bisschen überraschend. Aber tatsächlich ist das gar nicht so schlimm, denn die Marke Eurowings wird von der Langstrecke erst einmal zumindest nicht verschwinden. Für den Kunden, von außen gesehen, ändert sich tatsächlich erst einmal genau gar nichts. Im Hintergrund allerdings, da wird jetzt wieder ganz strikt aufgeteilt. Die Begründung ist auch an dieser Stelle wieder Komplexität, die man aus dem Weg räumen möchte. Also, die Lufthansa Group möchte die touristische Langstrecke jetzt nicht einfach links liegen lassen. Das wird nicht aus der Gruppe rausfliegen. Allerdings schiebt man diese touristische Langstrecke von der Eurowings-Seite, ihr erinnert euch an die Präsentation, von dieser Seite schiebt man die Langstrecke, zumindest die Organisation und all das, was im Hintergrund für diese Langstrecke getan werden muss, das schiebt man jetzt wieder auf die Seite der Netzwerk-Airlines. Während sich die Eurowings-Seite nur um Point-to-Point-Kurzstrecken kümmern soll. Dafür aber richtig. Und was passiert dann mit der Langstrecke auf der Seite der Netzwerk-Airlines? Die ganz Pfiffigen könnten jetzt natürlich vermuten, dass das die ersten Vorbereitungen sein könnten, um bald eine Condor in die Netzwerk-Airlines der Lufthansa Group zu integrieren. Ja, das Bild von einer Eurowings, die in Europa unterwegs ist, und einer Condor auf der touristischen Langstrecke klingt doch erst einmal gar nicht so abwegig, oder? Der Finanzvorstand der Lufthansa, der hat vorgestern jetzt aber auch noch ein bisschen was gesagt, und der hält nach eigener Aussage eine Übernahme der Condor durch die Lufthansa Group für unwahrscheinlich. Also irgendwie passt das alles nicht so richtig zusammen. Unwahrscheinlich heißt jetzt natürlich nicht nein, aber eben unwahrscheinlich, denn die Nachteile sind vollkommen klar. Dass sich aus der Condor in einer Lufthansa Group auf jeden Fall etwas machen lässt, da sind wir uns, glaube ich, einig, dass das Potenzial hat, dass das funktionieren kann. Absolut. Aber bis man mit der Condor in der Lufthansa Group wirklich Geld verdienen kann auf der touristischen Langstrecke, dafür muss auch erstmal Geld investiert werden. Und das ist bei der Condor sicherlich nicht wenig. Das Integrieren einer Condor in die Lufthansa Group und dann auch noch die Modernisierung oder vor allem die Modernisierung der Condor-Flugzeuge, das würde erst einmal eine nicht zu unterschätzende Menge an Geld kosten. Und wir reden hier doch eigentlich die ganze Zeit über Geld sparen und so wenig Komplexität wie möglich. Die Option bleibt also durchaus erst einmal offen, ist aber eben unwahrscheinlicher geworden. Wir dürfen ganz einfach gespannt sein, was da in naher Zukunft noch passieren wird. Für uns als Kunden ändert sich jetzt sofort bei der Eurowings-Langstrecke tatsächlich erst einmal gar nichts. Nächstes großes Thema ist bei Eurowings natürlich die Modernisierung der Flotte. Nur A320-Familie bedeutet bis 2021 15 Flugzeuge vom Typ Dash 8 fliegen raus. Die neun ältesten, bis zu 28 Jahre alten Airbus A320, die alten Germanwings-Maschinen, die fliegen ebenfalls raus. Und ab 2021 kommen die ersten A320neo in die Flotte der Eurowings. So sieht der aktuelle Plan aus. Alles, was jetzt noch danach kommt in dieser Eurowings-Turnaround-Geschichte, das liest sich wie der absolute Master-Sparplan 2.0. Man muss mehr Produktivität hinbekommen. Gut, klingt erst einmal ziemlich logisch. Wie sieht das konkret aus? Im Jahr 2018 war es so, dass Eurowings-Crewmitglieder, Vollzeit arbeitende Eurowings-Crewmitglieder, im Schnitt 530 Blockstunden pro Jahr hatten. So, das sind nicht mal 45 Blockstunden im Monat. Klingt erst einmal gar nicht so wahnsinnig viel.
Hängt vorne und hinten aber natürlich auch eine ganze Menge dran. So, jetzt möchte man es aber hinbekommen durch mehr Arbeiten, aber vor allem durch weniger unnötige Proceedings, also durch weniger unnötige Reisen von einer Station zur nächsten, durch weniger unnötige Hotelübernachtung, quasi ein striktes von zu Hause aus fliegen. Dadurch möchte man es hinbekommen, dass Eurowings Crewmitglieder im Jahr 2022 pro Jahr im Schnitt auf eine Blockstundenanzahl von 750 Stunden kommen. Das ist durchaus ein Unterschied. Und das in Kombination mit einigen weiteren, auch wirklich noch interessanten Punkten, das sorgt dann am Ende des Tages dafür, dass man diese 15% Ersparnis in den nächsten 3 Jahren irgendwie auf die Kette bekommen möchte. Das ist der Eurowings Turnaround. Und wenn ihr euch das nochmal ganz neutral wirklich im Detail angucken wollt, dann empfehle ich euch die ganz offizielle Lufthansa-Seite, denn dort findet ihr die Präsentation des Capital Markets Day, von der ich jetzt schon mal so ein paar Ausschnitte gezeigt habe. Einfach mal drüber scrollen, dann hat man eigentlich ganz neutral die ganzen Informationen, die man dazu haben möchte oder dazu haben muss, und man verschafft sich einen guten Überblick über die ganze Sache. Jetzt wurde da vorgestern aber natürlich nicht nur über die Eurowings gesprochen und wie man es jetzt irgendwie hinbekommt, in den nächsten 3 Jahren mit dieser Airline endlich mal Geld zu verdienen, sondern es wurde auch über die Lufthansa Group an sich gesprochen. Aber alle Themen, die dann noch kamen, die sind so riesig, dass sich da echt ein eigenes Video lohnen würde. Vor allem dann, wenn man sich eben nicht 24/7 mit der Lufthansa Group auseinandersetzt, dann waren das vorgestern einige wirklich schnell dahingesagte Punkte, die aber massive Auswirkungen auf die Arbeit und die Struktur in der Lufthansa Group haben werden. Ein gutes Beispiel dafür, was ich mir jetzt nochmal schnell rausgesucht habe, 14 Langstreckenflugzeuge, 14 Flugzeugtypen sind aktuell auf der Langstrecke in der Lufthansa Group unterwegs. Das ist echt eine ganze Menge. So. Und jetzt möchte man es natürlich schaffen, in den nächsten Jahren weniger Komplexität, diese Anzahl zu reduzieren. Interessanterweise hat man zu diesen 14 Flugzeugtypen schon die 777X dazugezählt. Eventuell wäre Skytrax sonst böse geworden, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall werden in den nächsten paar Jahren ganze 7 Flugzeugtypen dieses Konstrukt verlassen. Das ist die 747-400, der A340-600, die 777-200, der A340-300, A330-200, lass mich kurz überlegen, 767-300 und auch die MD-11, der Frachter der Lufthansa Cargo. Auch dieses Flugzeug wird die Truppe dann in den nächsten Jahren verlassen. So, 7 Flugzeugtypen fliegen raus, dann kommen natürlich als Ersatz schon bekannte Flugzeugtypen, aber ein wirklich neuer Flugzeugtyp, da kommt eben nur einer dazu und das ist die Boeing 787. Und wenn wir schon mal ganz kurz die 777X erwähnt haben, dann vielleicht noch als ganz interessanter Punkt hinten dran. Die Lufthansa wird im dritten Quartal 2020 mit der neuen 777X nicht nur eine neue Business Class, sondern auch eine neue Premium Economy Class bekommen. Und die hat man auch auf dem Capital Markets Day einmal kurz gezeigt. Und das, was die damit vorhaben, das sieht gar nicht so schlecht aus. Gerade beim Thema Digitalisierung möchte man mit der 777X bei der Lufthansa nochmal auf einem wirklich neuen Level spielen. Aber wie gesagt, das sind alles so große Themen, genauso auch Maintenance und Ausbildung, da wurde auch am Capital Markets Day drüber gesprochen. Das sind so große Themen, da sprechen wir irgendwann nochmal in einem anderen Video drüber. Ansonsten soll es das erstmal gewesen sein mit den interessanten Informationen zu diesem besonderen Tag und ja, mit den hoffentlich interessanten Informationen zum Eurowings Turnaround. Ich hoffe, dass wie immer ein bisschen was Spannendes für euch mit dabei war. Ich freue mich wie immer über Feedback zum Video und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Beitrag wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.